Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Zelda Minish Cap Part 185. Im letzten Part haben wir den Boss besiegt. Nee, Spaß. So, Hopfi, du darfst dich mal gerne vorstellen. Boah, Vorstellung. Hier, da der Hupfmaster und so, ne? Gerade auch am Zelda spielen, ja. Oracle of Seasons macht er nämlich. Deswegen, das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich jetzt hier angefangen habe. Minish Cap, Junge. Erstmal Schleime töten. Yes, indeed. Und diesmal haben sie mir keine Herzen gedroppt. GG. Oh, diese Schweine. Diese Schleime. Diese Schleime! Ach genau, bei dem Stein konnte ich ja clean machen, ne? Yes. Fängt die Mütze erstmal zu singen. Ist schon eine Mütze. Ach so. Na, die Mütze, die grüne da, diese Vogelmütze. So, warte, jetzt müssen wir ja rein, weil wir brauchen nämlich. Ich sing so fürchterlich, dass du anfängst zu schrumpfen. Ja, oh Gott, hör auf, ich werde schon kleiner. Ja. Nee, gut. Nee, also auf jeden Fall waren wir hier stehen geblieben, wo wir das grüne Wasser holen sollten für die grüne Bohne, weil die grüne Bohne wächst nur mit grünem Wasser. Für Farbenblinde ist das natürlich nicht so schön. Tiefgründig. Tada! Gongolwasser. Damals auch schon. Ups. You need more Flaschen. I need. Ja, hallo, Anfang vom Spiel. Das ist Part 11, den wir gerade aufnehmen. Du brauchst jetzt schon alle Flaschen, los. Alle! Alle. So, aber da ich jetzt wieder Bomben habe, können wir endlich das machen, was ich das letzte Mal versäumt habe, weil ich nämlich Bomben gewastet habe. Und zwar ja, so dermaßen. Okay. Du wirst dir wahrscheinlich an den Kopf fassen, so wie ich da gespielt habe. So, aber was hat man hier? Da konntest du schon überballern mit den Dings, glaube ich, ne? Ja, ja. So, warte mal, aber ich habe gespielt. Ich habe jetzt seit 3 Tagen nicht mehr gespielt. Amnesie zieh und so. Zieh lang, Junge, zieh ihn lang. Was ich am meisten an diesem Spiel liebe, ist einfach das hier, oder? Ich kann das Zeug ansaugen, das ist so cool. Ja, ja. Erstmal das ansaugen. Ah doch, hier waren wir schon, das weiß ich. Oh Gott, aua. Ich voll dagegen grollt, Junge. Lass mich, ich hab Bedürfnisse. Mussten wir hier nicht sogar hoch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe sogar gerade das Richtige gemacht. Lass mal fliegen. Ja, 2 Herzen, was kann schief gehen? Mehr Herzen. So. Ich kenne diese ganzen Dinge, weil die machen nämlich Schaden und das ist doof. Ja, das sind so wisschlich. Zeug. Spinnennetze oder G's, je nachdem. Oder G's. Spinne-G's. Spinnen-G's. Oh Gott! You can't swim. Oh Gott! You can't immer noch nicht schwimmen. Ich wundere mich gerade, warum platziert denn da keine Bomben? You can't immer noch nicht schwimmen. Du kannst nicht immer noch nicht schwimmen. Du kannst nicht immer noch nicht schwimmen. Ach, das ist scheiß Glücksfragment, da musst du immer mit irgendwelchen anderen Leuten zusammenbasteln. Immer, da muss ich mit fremden Leuten reden. Nö! Oh. Du musst gezwungen zu interagieren. Ich will nicht. War so vieles. So weit des Tages erstmal trinken. Die Rubine haben hier ein bisschen mehr Wert als bei Seasons. Da ist ein großer grüner Rubin 100 Rubine. Tja. Das ist ein Wert gestiegen, Junge. Ja, der Kurs ändert sich halt. Ja, das ist so groß. So. Oh Gott, ich habe ja immer noch Bomben. Guck, deswegen hasse ich das. Oh, Skill. Erstmal durchcheaten. Achso, da musste richtig das Wasser platzieren. Drauf. Ist mal drauf geballert, das Wasser. drauf geklatscht. Ich hoffe auch mal, dass wir jetzt in den nächsten paar Parts ein bisschen mehr erreichen, als ich die letzten Parts erreicht habe. So, Information braucht keiner, weg mit dem Schild. Ach ja, da geht's ja noch bei Seasons den Schildkeeper, da muss ich noch 100 Schilder töten. Oh Gott, ja cool, Bomben. Die kommen ein bisschen spät. Ach Quatsch. Man kann nie genug Bomben haben. Doch. Oh Gott. Ich töte die Information. So, hier gibt's anscheinend keine Gagnots. Gut. Da kommst du. Das sieht aber verdächtig. Oder ich kann noch nicht klettern, oder? Dürfte ich noch nicht können, oder? Nee. Nee, du hast noch keine Klauen. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie so bombenmäßig aus, aber auch irgendwie nicht. Du musst da muss man mit dem Schwert dagegen schlagen, das müssen wir doch hören, oder nicht? Stimmt, das weiß ich gar nicht, ob das hier auch so geht. Warte, das muss man testen. An irgendeiner Wand erstmal und dann da, wo du denkst, wo die Bombe ist. Nö, klingt alles gleich. Okay, dann ist er nicht. Ich
Wo ist ein riesiger Eingang? Ja, gut möglich. Saug sie weg. Ups. Pass auf. Bomb dich nicht gegen Jeez. Ha! Das Ding gesteint. Das noch so. Oh Gott! Gib mir Kill das. Ihn! Hab ich doch. Da kann das Metal Gear Solid ausgezeichnet. Schwing! Lol, ich hab kein Damage gekriegt, good job! Oh, come on! Da muss es mir gleich kaputt machen, dieses Scheißvieh. Diese Spiele, Junge, diese Spiele. Boah, Bomben! Weißt du, jetzt werde ich hier zugeschissen mit Bomben. Ich hab zwei Parts lang gefarmt und hab keine einzige verfickte Bombe gekriegt. So ein schlechter Witz. Ja, noch mehr, ey, komm! Fick dich, Spiel! Gib ihm more Bombs. Oh, das ist doch so ein schlechter Witz. Ach ja, dieses Spiel. Es gibt immer die Sachen, die du nicht brauchst. Da kannst du doch bestimmt eine Bombe entzünden. Warte. Ah, man hört's tatsächlich, okay. Jetzt musst du voll der Zelda-Trick und so. Bumm. Ja, ich wäre jetzt erstmal wieder ein bisschen rumgeirrt, bis ich das rausgefunden hätte. Siehst du, deswegen bin ich ja jetzt mit dabei. Ja. Hupfi ist so gesehen mein Wächter. Der passt drauf auf, dass ich alles richtig mache. Spielzeit wird nun um 10 Parts verkürzt. Yay. Und noch mehr Bomben. And you get a bomb. So ein schlechter Witz, ey. Das gibt's nicht. Oh Gott, das sind die Spikies. Die musst du die kaputt machen? Achso, musst du einfach warten, bis sie aufgehört haben zu spiken. Genau. Mal noch mehr. Ja, ist gut, Spiel. Na, warte. Ich meine, du hättest schon bestimmt 80 Bomben oder sowas. Ja, es gibt ja noch große Bombentaschen, so wie neben Zelda. Ja. Noch mehr Bomben, Mensch! Hat mir schon so lange nicht mehr. Hör jetzt auf. Fick dich. Kann ich die da noch runterschieben? Nein. Nee. Mano. Die Stones are not movable. Mal noch so eine Spinne, töte sie. Ja, schon erledigt. Mützengleiter. So. Ah, ist das asozial. Ich hasse das, du kannst dich hier nicht so schnell rumdrehen, weißt du? Du musst halt warten, bis der Schlag ausgeführt ist. Du kannst dich nicht während dem Schlag umdrehen. Das kotzt mich ein bisschen an. Weißt du, man rückwärts dann da. Ja, genau, oder? Nee, du bleibst einfach bloß stehen, während du schlägst. So, mal gucken. Boah! Gib mir das. Boah, 10 Rubine, ganz leicht verdient. Keine Bomben, was ist da los? Kann ich die damit schon töten? Na! Was soll ich gleich, wenn das Ding die Farbe ändert? Welches? Ja, was? Da wird die Saugkraft einfach bloß stärker. Achso. Hier, warte. Jetzt siehst du, es wird. Nein! Oh, gut, ich bin wenig. Ja, es könnte. Oh Gott. Weißt du, ich check jeden Scheißstein. Und dann checkst du einmal nicht so viel drunter. Fick dich. Schwing! Schwing! So, hier brauchen wir das Item, was wir hier kriegen. Im Dungeon. Boah, oh, scheiße, wie komme ich denn hier jetzt weiter? Die Spoiler. Pff. Was mache ich denn hier? Na, da, ich glaube mal nicht, dass da eine Bombe hinlegen muss. Oh! Boah, das Gier. Der Kunde wieder. Hallo, möchtest du ein Schild kaufen? Wie du sehen kannst, habe ich schon ein Schild. Willst du trotzdem noch eins? Willst du noch eins? Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch einen Kletterring für 40 Rubine. Ideal für die Bergsteiger. Damit kommst du auf jede Kletterwand hinauf. Kaufen? Jetzt bist du Reinhold Messner. Jetzt kannst du auch dort klettern, wo du bisher nicht hingelangt bist. Danke für den Einkauf. Naja, kein Problem. Ich glaube, sonst müsste man sich hier... Oh, Bomben! Mensch! Best immer Bomben, dann musst du farmen, wenn du sie nicht brauchst. Ja, ne? Da kommen so ein Arsch voll Bomben. Jetzt kommen hier endlich mal diese... Jetzt machen wir hier die zweite Pokémon-Arena. Ach, das ist der Rotz, ja. Hier kommen wir erst mit einer späteren Schwerttechnik hin. Vom Meister Magnus. Die Schwerttechnik. Ist wieder ein Spoiler.
Ja, sorry, oh Gott. So ein großer Spoiler, du. So ein riesen Die, Junge. So ein riesen Spoiler. So, jetzt. Was macht man da jetzt? Ich würde sagen, irgendwo hochklettern. Ja, ist mir auch klar, aber ich weiß nicht mehr wo. So, aber egal. Da drüben runterspringen, wo du gerade warst. Und dann müsste dann da ganz, ganz links die Wand sein. Ja, genau, da waren wir ja vorhin schon. So, was steht denn hier überhaupt drauf? Achtung, Steinschlag. Achtung, Wand. So, dann machen wir aber hier erstmal Schluss für den Part und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Adio. Tschüss.